Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Berliner mit dem nächsten mit der nächsten Folge Dreadnought. Ich nehme wieder die Arthos. Ich hatte zwischendurch mal kurz was probiert mit so einem hellen Schiff, aber der Ding ist sowas von lahmarschig. Ja, ist einfach noch zu langsam. Wir machen wieder Team Deathmatch. Und ihr seht, wieder auf einem Planeten oder auf dem Eisplaneten. Ich werde auf jeden Fall bei diesem Schiff hier bleiben, vermute ich. Wo ich mal Bock hätte, ein anderes zu testen, aber ich glaube, es macht erst später Sinn. Wir können ja mal gucken. Die habe ich schon getestet, obwohl der Ding war ja ein Oberhammer. Wir nehmen mal die hier. Okay, die nehmen wir auch andere. Ein paar kleine, ich nehme das große. Das hat ordentlich Dampf. Er hat ein Schlachtschiff, eine Korvette haben wir dabei. Dann haben wir da noch ein Destroyer. Der andere weiß ich nicht, zu welcher Klasse das zählt. Von Nix Nithörgre. So, ich habe leider noch nicht viel freigeschaltet, Leute. Aber es geht gleich los in 4 Sekunden. 2, 1, Action. So, dann ziehen wir uns mal aus der Optik heute rein. Der Kampf geht los, aber leider nur 4 Schiffe. 5 können ja. Der ist echt gut, der Junge, der mich hier heilt. Der Typ hat wieder volle Energie da unten. Gut, und... Oh, Leute, da ist einer. Die kommen von hinten, die Schweine. Die kleinen Listen könnt ihr jetzt was sagen, aber ich lasse es. Ja, wir haben uns gut aufs Kreuz gelegt. Jawohl. Oh, stopp, du Schwein. Ramin. Der kann ja doppelt springen. Ist ja dein Gegner hier? Ach, da ist einer. Hauen wir runter, den Typen. Alter. Oh, nicht genau neben mir. Mist. Ihn so schon runtergehauen. Aber die haben mich gut in die Zange genommen. Aber es
Sollen wir uns ein bisschen beeilen, Leute? Muss ich mich ja daran gewöhnen, dass ich die Schnauze auch dahin drehen muss. Die kleine Drecksau wieder. Die machen uns Probleme. Aber ich habe zumindest 4 Abschüsse. Hab sich gerade umgestellt auf 4. So, jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Wenn man so abseits respawnt, dann haben die kleinen Gurken hier da echt eine Chance, einen niederzuknallen. Mit diesen Riesenschiffen sich einfach nicht so schnell drehen kann. Vielleicht auf Bodenoffensive sollte man echt nur auf die kleinen Jäger setzen. Weil es echt Mist sonst. Aber man lernt ja dazu, ne? Das ist ein Heiler. Oh oh. Mann. Ich kann da wenig ausmachen. Kann ich die jetzt irgendwie starten? Nee, kann ich nicht. Ach, ist doch kacke. Vor allem, wenn man so weit außen spawnt. Wissen die genau, dass man hier ist? War schnell zu meinem Verbund. Wir haben noch einmal Volldampf hier. So ein Mist aber, Leute. Aber wir haben scheinbar gewonnen zu haben. Ich war bestimmt der schlechteste von. Nee. Ich bin ganz oben. Wieso bin ich ganz oben? Okay, nice. Super, wir haben gewonnen. Und ich habe meine Auszeichnung und ich bin ein Level höher. Nein, noch nicht ganz. Okay, Leute. Jo, ich würde sagen, das war's dann für die erste Runde. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Und ihr seid nächstes Mal wieder dabei oder lasst mir noch einen Daumen da oder sogar ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Demnächst werden noch neuere Spiele folgen. Da werde ich demnächst was Neueres zu sagen, die nächsten Tage. Ansonsten, tschö mit ö, sagt eure Berliner. Tschü.